Und der Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich, wirklich. Willkommen in meinem Musiktheater. Ein Date mit Belle, oh Gott. Oh Gott, nein. Also, ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Dekospaß. Ich nenne das Tierquälerei. Probiert das doch mal, ja? Dazu braucht ihr natürlich eine Deko-Box. Hier, bitteschön. Mal ganz ehrlich, wenn du so irgendwie ein Pikachu die mit so Weihnachtschristkugeln am Ohr und so am Büschel zuhängst und sowas, alles das nenne ich Tierquälerei. Oh, wie auch immer. Musst du eifersüchtig sein? Hm. Vielleicht. Ja, Belle ist nett, ja. Zunächst mal dein Pokémon aus. Was? Ich will hier nichts machen. Hier, komm, Rayleon. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los. Ach, jetzt soll ich hier was antippen. Kann ich dem überhaupt irgendwas geben? Jawohl! Unser Rayleon mit Zylinder! Nee, das Ding will ich nicht. Kriegt da nicht hier noch einen Schmucken? Ja, komm. Nee, das funktioniert nicht. Oh yeah! Sehr schön. Guckt ihn euch an. Hat er das jetzt dauerhaft? Bravissimo, ihr habt beide wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Oder Musikgeschmack? Keine Ahnung, was da stand. Wozu habe ich das jetzt gemacht? Bis später. Yo. Ich dachte jetzt, Rayleon sieht dauerhaft so aus. Nur für die Wettbewerbe. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier theoretisch an einem Wettbewerb mitmachen oder was? Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Rayleon, okay. Promi-Reigen. Machen wir das mal. Machen wir einfach mal. Kommt schon. Chillabell ist eigentlich der Schönheitsstar. Okay. Hm. Das war mir jetzt eigentlich relativ. Ich fand es halt lustig, Rayleon ein bisschen zu gestalten. So, ich soll... Ach so, ich soll ihn jetzt gestalten mit Dekoartikeln. Ich finde, so sieht das schon ganz boss aus. Das Einzige, was noch fehlt, ist so ein Stock. Na gut, nee, das sieht komisch aus. Naja, doch, lassen wir das. Vielleicht noch eine Fliege irgendwo. Yeah. Kommt schon, voll das männliche Rayleon. Oh yeah. Nicht mehr, alles andere ist too much. Zu spät. Hallo? Spiel? Ah, okay. Mir scheint, du bist bereit. Geht es jetzt auf die Bühne? Ach du Kacke. Das Publikum, oh mein Gott! Ja. Oh yeah. Der sieht ja lustig aus mit dem Smiley-Gesicht. Oh yeah.
Habe ich schon verkackt? Ja, da lasse ich vor Schreck alles fallen, richtig. Na, mal sehen, ob wir irgendwas gewinnen. Aber Rallyon sieht doch super aus, oder nicht? Oh Gott. Dieses Smiley-Gesicht. Nur noch zwei Monokel für die Arme, richtig. Kann ich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht oder so. Ja, ne? Irgendwie so geht's mir auch. Musical Schnappschuss vom Musiktheater ausgestellt werden. Ja klar. Wirklich gut gemacht. Ein sehr schönes Musical. Das Beweis in der Fanpost, da Freunde, überreiche ich Ihnen nacheinander eure Briefe. Was für ein Dekospaß. Eine wirklich schicke Kostümierung von HBK. Dein Pokémon hat sich durchaus Mühe gegeben, der Aufgabe gerecht zu werden. Meine Unterstützung hast du jedenfalls. Mach bald mal wieder mit. Was für ein Deko-Spaß, eine wirkliche Kostümierung von Sonja. Choreografie war auf dem Punkt. Echt coole Sache. Wir nächstes Mal wieder mitwirken. Aha. Ah. Ich glaube, wir haben verkackt. Yay, Rallyon, du warst super! Woo! Einfach nur so. Papa, was machst du denn hier? Na was wohl, ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ja, ne? Stimmung im Keller, Daddy holt dich nach Hause. Ich will mit HPK und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Nix da. Jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Stimmt, du bist ein Mädchen. Setze deine Reise nur fort, meine Kleine. Ach so, das war die Mutti. Nee, wer ist das? Was soll das? Ich bin ihr Vater. Was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arenaleiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Macht doch gar keinen Sinn, warum sagt die... Ah, ich bin außerdem noch Model. Ah. Ja, sie noch ihr Kind. Aber ich bin Arenaleiterin. Ich habe zu entscheiden, was ihr Kind macht, nicht sie. Richtig. Und manchmal können sie die Meinung anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Belle ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon, preise die Pokémon! Bitte, Papa! Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen. Und Kim Jong-il, Un. Und zusammen mit dem Pokémon bin auch ich stärker geworden. Außerdem trage ich lustige Kopfhörer. Mehr Argumente brauche ich nicht. Du hast ja recht. Wenn es stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte der Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Belle, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. HBK, pass bitte gut auf Belle auf. Du Assi. Und ich bin blond, das reicht auch schon. Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Und ganz bestimmt war es früher ebenfalls... Was? Ganz bestimmt war es früher ebenfalls ein... War er auch ein Trainer? Bäh.
vielen Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen? Ich wollte doch nur helfen. Also meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderungen eure Reise mit sich bringt. Ich bin mir sicher, dass sie theoretisch Elektro-Pokémon gehabt hätte. Sie sieht einfach so aus. Nach Elektro, weil gelb. Warum ist Elektro eigentlich immer gelb gezeichnet? Und hier komme ich jetzt auf Route Nummer 5. Ryono City, sonnig, Route 16. Ah, Route 16. Und wieder hat Carmilla mit ihren Arena-Leiter, Kopfhörer, Tittenbonus den Tag gerettet. Du hast die blonden Haare vergessen. Route 16, kann man hier was fangen? Ich bin an dem nicht vorbeigekommen, okay. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu overlevelt. Oh Gott! Tamer Kate! Ja, ja. Von mir aus kann er ruhig Kate heißen. Ich will mich mit dem nicht an... XP-Maschine! Das riecht doch nach 2 Level. Mal ganz ehrlich. Das letzte auf 21 hat uns schon über 3000 Erfahrungen gegeben. Genauso wie dieses. Ding! Also ein Level war auf jeden Fall garantiert. Frustration. Was ist denn Frustration jetzt schon wieder? Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. Ist ja kacke. Nicht erlernen, danke. Genau, XP-Maschine, genau was ich brauche. Naja, total. Nanu, Justin entwickelt sich? Der entwickelt sich schon auf dem Level? Richtig, Rissmacher. Arena-Leiterin vernichten. Sweet Chill Music und Bam, der Orden gehört mir. Mein Justin wurde zum Imperator. Furienschlag. Nee. Okay, das war mir neu. Auf 30 entwickelt er sich also schon. Warum hast du für Imperator keinen Respekt da, Mr. McBla? Das hat sich schon wieder gereimt, das ist so eklig. Ja. Ich verstehe es nicht. Was ist nicht normal für Level 30, dass er Furienschlag erlernt oder so? Oder generell, dass er sich entwickelt. Das kam mir nämlich ein bisschen komisch vor. Level 30? Ist nur was zäher, genau. Ach so. Ach so, dafür hast du kein Rezept da. Ich habe Respekt gelesen. Ja, ich bin manchmal ein bisschen mit dem Lesen, ja. Ist manchmal nicht ganz so meins anscheinend. Nicht Respekt. Rezept. Gott. Ach, Rezept, nicht Respekt. Entwickelt sich auf Level 18 und 30. Das ist normal so. Okay. Hast gerade geschaut. Okay. Nee, es war mir nur nicht ganz so geläufig. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ja. Oh Gott. Ein Glück war ich gerade heilen. Was? Ich dachte, er kämpft jetzt mit mir. Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad. Vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechanik in Perfektion. Mathematische Präzision. What the fuck? Warum arbeiten wir jetzt mit dem zusammen? Jetzt quasselt er viel. Okay. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Ins Gesicht. Smack. Ja, eben. Das passt alles irgendwie so zusammen. Ich habe gerade das nicht gelesen, was da stand. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Wie waren das nochmal? 636? Nee, 600 irgendwas.
Bald noch mehr. Keine Ahnung, wie viele mit der 6. Generation dazukommen. N! Alles in Ordnung? Der Hauptcharakter weiblich? Wäre es echt romantisch. 646, danke dir. Der Typ, der einen 10-Jährigen verführt, voll romantisch. Aber der, genau, man ist doch 17 und nicht 10. Oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Flieht von hier, also HBK. Teilst du meine Vision? Was war seine Vision? Soll ich ja oder nein sagen? Ich habe gerade keine Ahnung. Oder 16, 17, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man nein... Bei nein muss ich wahrscheinlich kämpfen, oder? Ist egal, was du sagst. Okay, nein. Verstehe, sehr bedauerlich. Also für meine Zukunft kann ich hier jetzt nicht gegen dich gewinnen. Aber mit dem Pflaster fliegen kann, muss ich dich aufhalten. Ach so, alle Pokémon in Freiheit. N! Was, ein Ikorex? Okay. Irokex. Wieso sind die alle so chronisch unterlevelt, die ganzen Trainer? Das macht doch so auch irgendwie... Ja, das macht immer noch Spaß, aber trotzdem. Lady N. Ja. Oh no, es ist Lady N. Also dann war es doch ein romantisches Riesenrad. Ja, aber man kann sich doch nicht auf die Seite der Bösen schlagen. Ich meine, das war doch in der ersten Generation schon nicht anders auf der Nugget-Brücke. Als dann gefragt wird irgendwie, willst du dich Team Rocket anschließen? Als ich das erste Mal auf dem Super Nintendo, auf diesem Super Gamer gespielt habe und meine Eltern das mitgekriegt haben, haben sie dann direkt gesagt, nein, bloß nicht! Die wussten nämlich auch, wer Team Rocket war. Ach ja, die gute alte Pokémania. Machen wir Meteorologe. Pokémon in Freiheit wollen aber... Genau, Pokémon in Freiheit wollen aber selbst die Pokémon besitzen. Bam, Zuflucht und weg mit dir. Free nun. Level 29. Fletiamo, Fletimao, was auch immer. Ah, okay, also die Fledermaus. Der hätte ich gut wechseln können, theoretisch. Bam, jetzt kann ich sie einfach alle mit Zuflucht wegkloppen, weil das hat 150 Stärke. Genau, ich bin auch mit meinen Pokémon befreundet. Na, ah, nein. Oh, ich hasse dieses Pokémon. Ja. Ich weiß nicht, ich mag das Pokémon nicht, weil es für mich irgendwie alles... versinnbildlicht, sage ich mal, was diese Generation an Designs etwas besser hätte machen können. Hass war jetzt ein bisschen übertriebenes Wort, aber ich mag es nicht. Ich meine, es heißt Unrathytox und ist eine Mülltüte. Punkt. Aber es ist an mir, die Zukunft zu formen. Das ist meine Aufgabe. Na, ah, nicht küssen! Dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein. Keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Freundet sich mit wilden Pokémon an, wie Pokémon Ranger. Richtig. Bisher Pokémon zusammen sein. Dann erlange alle Orden dieser Region, begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von ganzem Herzen an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Niemals! Das sagst du, Kumpel. Das sagst aber auch nur du. Niemand sagt mir, wen ich aufhalten kann und wen nicht. Du hattest die gegenteilige Reaktion von mir. Welche Reaktion denn? Team Rocket, das sind 40-jährige Männer, die mit... Kinder warten, oh Gott! Du warst like Fangirl Squeak. Ach so, okay. HBK und Lady N. Now kiss. Naja, weniger. Ein Krallen... Was?
nicht wie Pokémon mit einem Kreisel den Weg abschneiden mit Anfreund gleichsetzen kann. Ja, das stimmt auch wieder. Da siehst du so irgendwie so, was weiß ich, irgendwie so ein Tauros langrennen und dann mit einmal so ein Kreisel. Und du plötzlich. Naha! Und dann, ja, war's das. So. Die Arena ist also hier. Da bin ich ja gerade kurz drin gewesen. Dann kommen wir schon zum vierten Orden, oder? Genau. Camilla, die strahlende Schönheit. Dein Kamillentee kannst du sonst wohin packen. Gib mir mal hier. Danke, Tafelwasser. So. Mutter, Meter, Countdown. Was? Das kannst du wieder ungeniert random spielen. Okay. Du fändest es cool, wenn man so Freundschaften anfangen würde. Ja. Wäre mal was anderes. Wäre relativ einfach. Einfach die ganze Zeit Kreise durch die Gegend werfen. So. Slam. Und 24. Die sind also alle noch ein bisschen sehr unterlevelt. Genau. Egal wie man sie zu Freunden macht, das Ergebnis zählt. Mr. McBla hat gesprochen. Ja, Pokémon im Real Life wären echt episch. Recht epic. Ein Ohrloch. Oh doch. Oh doch. Ne, komm, lassen wir mal. Oh doch mit Ohrloch. Wie auch immer. Entweder sie tun, was man sagt, oder es gibt kein Fressen. Das wäre schon wieder mies. Ach ja, genau. Durch Meteorologe wird das jetzt zur Feuerattacke. Ah, okay. Und da habe ich auch, wenn ich Menschen unter Drogen setze, damit sie meine Freunde wären. Legion und keine Kriege und wenn dann nur mit Pokémon. XP-Maschine. Ah, okay. Vor allem Hypno. Oh Gott, nicht Hypno. Dieser kleine... Wow, du hast recht. Das ist echt eine XP-Maschine. Hypno, der kleine Pedo. Oh Gott, nein. Ich habe eine Weiche umgestellt. Okay. Ich will aber auch noch alle Trainer hier haben. Geh weg mit Hypno, richtig. Das Scharnierer der fünften Generation. Oh doch. Oh doch. So, dann setzen wir mal Rallyon nach vorne, weil wir wissen ja nie, was hier so auf uns lauert mit den random Trainern. Irgendwer ist stinkreich. Oh yeah. Richtig. Die Mafia wäre schon vor Jahren von 10-Jährigen hingerichtet worden. Anorith. Ist natürlich super, dass ich jetzt gerade unseren Rallyon nach vorne geschickt habe. Nee, Hornbohrer ging daneben. Statt Schule auf Pokémon-Reise gehen. Eben, das wollte ich eigentlich gestern schon ansprechen. Hab's aber dann doch nicht gemacht. Ist nicht sehr effektiv. Viermal getroffen. So, Rallyon, zeig uns die Nasenbohrer. Wo ist Rallyon, wenn man ihn braucht? Er hätte sich selbst dazu bekehren können. Okay, gut, dann machen wir mal unseren ersten Auftritt von Justin, nachdem er entwickelt wurde. Einen Krieg in Kanto gegeben haben. Die Männer sind alle entweder alt oder Verbrecher. Okay. Klingt interessant. Okay, Krieg und Major Bob. Ja, Major Bob macht eigentlich... Ist Major Bob ein ehemaliges Mitglied von Lady Bob? Er war der frühere Anführer. So sieht's aus. So, kommt jetzt hier irgendwas an? Okay. Da ist direkt ein Trainer drin. Super. Der Protagonist ist weise.
Das wäre doch mal eine Pokémon-Edition. Was ist davor passiert, bevor es Pokémon gab oder so? Taxi! Mediti! Relion! So, Dönerblitz, los! Mediti wurde besiegt. Ein Schlurpleck. Muss man erstmal aussprechen können. Ach, das ist die entwickelte Form von Schlurp. Ah, natürlich hat er jetzt auch noch Blitzfänger. Das ist natürlich auch sehr gut möglich. Halbweise, okay. Ja, macht eigentlich Sinn. Wow! Der hat Relion gekillt! What the fuck? Ah! Du darfst Schlurp essen, wenn der... Oder Schlupfbeck, Schlupfbeck, wie auch immer das Ding jetzt ausgesprochen wird, essen, wenn es tot ist. Da waren es nur noch zwei, ja. Schlupfbeck wird sicher immer noch von Macho Mais in die Toilette getunkt, ja. Es tut mir leid, Relion. Gott. Was kann der denn alles, dieses verdammte Vieh? Ah, fuck, Alter. Hier, los, hol es dir, grill es. Spieß es auf, mach damit, was du willst. Du kannst es essen. Er war doch noch geladen, voller Tatendrang und Energie. Ja, und dabei hat er so schöne Deko bekommen. Wenigstens haben wir die Erinnerung, mit ihm an diesem Dings teilgenommen zu haben. An dem Musical. Und das werden wir für immer in unserer Erinnerung behalten. So, ich muss wieder zurück an den Anfang, um Relion wegzuschicken, wegzubringen. In die letzte Ruhe zu bringen. Essenszeit! Will ich mal die in den Reihen? Genau, er wird für immer auf der Musical-Show verewigt werden. Was? Auda als Aufnahme? Was? Ach so, Auda als Aufnahme. Na, ich hab die Aufnahme, natürlich. Es wird direkt alles aufgezeichnet und so. Die Datei kriege ich am Ende, wenn ich den Stream beendet habe. Von daher, ich muss das dann nur rausschneiden, rendern und dann kann ich das auch für immer auf YouTube verewigen. Ach ja, Relion. Es war wunderschön. Dieses Musical. Und ich glaube, das war sogar unser zweites Pokémon, was wir gefangen haben. Kann das sein? Oder eins unserer ersten auf jeden Fall. Und ich habe die Aufnahme ja auch in-game gespeichert. Ach so? Cool. Wusste ich gar nicht. Naja, Relion. Danke dafür, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass du uns so gut geholfen hast. Du warst einfach nur der Hammer. Aber jetzt leider. Ja. Auf Wiedersehen, mein alter Freund. Okay, dafür wird die Alte bezahlen. Dafür wird die mit jedem einzelnen Funken bezahlen. Ja, das war blöd ausgedrückt. Mit jeder einzelnen Zelle ihres Körpers. Kann das bitte... Danke. Dankeschön. Genau, du hast sie alle umgeholzt, denn du warst der Hammer. Anders kann man es nicht zusammenfassen. Sehr schön. Auch wenn er das nicht war mit Holzhammer, aber das ist ja egal. Moment mal, was passiert eigentlich da bei dem Roten da links? Egal. Ich gehe erstmal hier lang. Blub, blub, blub.
Also eins muss man denen ja lassen. Die haben sich ein bisschen versucht, was einfallen zu lassen für die Arenen. Who cares? Da hast du eine Weile lang zu essen, Mr. McBlah. Ich hoffe, du bist, dein Sättigungsgefühl ist mittlerweile gestillt. Ach so, hier passiert jetzt nichts weiter. Okay. Was gibt's denn dazu? Das ist eine gute Frage. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier endlich mal irgendwo weiter. So. Jetzt erstmal Frustmüsli essen. Oh ja, das wär's. Es tut mir leid. Ich habe damit nicht gerechnet, dass da so eine Attacke kommt. Ja, wunderbar. Was hat das jetzt gebracht? Nix. Gut, dann gucke ich erstmal nochmal hier. Kann man hier irgendwas machen? Nee, da kann man nur mitfahren. Du hattest vorhin Kuchen. Cool. Ich hatte vorhin bei meiner Oma Buletten mit schönen weißen Bohnen und Kartoffeln. Ja. War lecker. Wenn wir schon alle übers Essen reden. Boah, jetzt Kuchen. Ja, das stimmt. Und schon wieder sind wir bei Kuchen. Wie ich vorhin. Wie ich vorhin schon angedeutet habe. Ah, okay, jetzt kann ich damit fahren. Alles klar, jetzt kommt das Ding endlich mal. Oh, hey! So, okay. Salami-Toast, oh.